Meine Methode heißt Herz plus Matrix, weil mir einfach das Herz so wichtig ist. Also Herz plus Matrix ist geistiges Heilen mit dem Anker im Herzen. Der Anker muss im Herzen sein mit all den Qualitäten, die das Herz halt ausmacht, mit Mitgefühl, mit Liebe, mit Lebensfreude, mit Glück, mit allem, was so zur Herzenergie gehört und natürlich auch mit der Verbindung zu allem. Weil erst aus dem Herzen kann man eigentlich ins Bewusstsein aufsteigen, also in das höhere Selbst oder in die Seelenebene. Und dann von dort aus was bewirken. Aber der Anker muss im Herzen sein. Sonst wirkt alles andere nicht, finde ich. Eben auch zur Matrix. Wir sind ja alle in der göttlichen Matrix eingebettet, eingebunden. Matrix heißt übersetzt Gebärmutter. Das finde ich sehr schön. Und diese Kombination ist mir wichtig, mit unserem Herzen in der Verbindung zu allem zu sein. Das ist für mich so ganz ausschlaggebend. Und ich habe vieles ausprobiert in meiner Praxis, viele Methoden gelernt natürlich, vieles unterrichtet auch, Kinesiologie. Ich war alleine 10 Jahre lang Lehrerin für Prana-Heilung. Und aus allem, was sich daraus kristallisiert hat, was am besten wirkt und am sinnvollsten zusammengehört, aus dem ist Herz plus Matrix entstanden. Und das in Herz plus Matrix ist die Arbeit mit dem inneren Kind drin, da ist die Ahnenarbeit mit drin, da ist die Ablösung von Traumata natürlich mit drin, die Auflösung von hindernden Glaubenssätzen, also die mentale Ebene, da ist die spirituelle Ebene mit drin, Begegnung mit der Seele, Begegnung mit den Schutzengeln, Schutzgeistern, mit den Erzengeln, eigenen Schutzgeist, Reise in frühere Inkarnationen zusammennehmen. Das heißt natürlich nicht, dass in einer Anwendung das alles zum Vorschein kommt. Man kann nicht alles auf einmal auflösen, das geht gar nicht. Aber so Schritt für Schritt kann man sich da dann vorarbeiten und immer leichter und immer freier und immer strahlender und leuchtender werden und immer gesünder natürlich. Und immer mehr Lebensfreude entwickeln. Und immer mehr Zugang zur Spiritualität, zur eigenen Seele und überhaupt zur spirituellen Welt kriegen. Also im Einzelnen ist es Das so, ist dass so. ich die verschiedenen Auraschichten abtaste, also zuerst den Ätherkörper, der mit dem physischen Körper zusammenhängt. Also Blockaden im physischen Körper kann man immer auch im Ätherkörper tasten, wirklich so tasten, mit der Handfläche spüren. Dann gehe ich zum Emotionalkörper und spüre, ob da Blockaden sind. Ich sage immer Blasen. So heißt es bei mir auch im Seminarskript, heißt es immer Blasen, weil das fühlt sich so an wie so eine Blase mit Kaugummi. Das sind so eher die Emotionen, die wir weggeschoben haben, die wir verdrängt haben und eingekapselt haben, sozusagen. Die kann man aber im Emotionalkörper spüren. Und wenn ich die dann auflöse, also mit dem Klatschen oder auch mit dem Schnipsen, dann spüre ich, was da drin war, also was dann sozusagen rauskommt, das kommt bei mir an, also in meiner Resonanz, in meinen Spiegelneuronen. Und dann kann ich, ist das erstens abgelöst und zweitens kann ich an die Stelle dann was Ausgleichendes reingeben. Also zum Beispiel zur Angst gebe ich dann Mut rein oder Vertrauen oder so. Und so taste ich dann den ganzen Emotionalkörper ab. Und dann gehe ich zur nächsten Schicht, zum Mentalkörper, taste ich da ab, ob es da Blasen gibt. Und wenn es da welche gibt, mache ich es genauso, löse die auf. Und dann kommt mir meistens schon der Glaubenssatz entgegen, der da gespeichert war, der da abgekapselt war, wie ich muss mich opfern oder ich muss immer aufpassen oder ich bin nicht gut genug, so hat der Klassiker. Dann löse ich die auf, löse den Glaubenssatz auch im Gehirn auf. Da kann ich auch tasten, wo der sitzt. Lösen da auch auf. Und dann setze ich einen ausgleichenden Glaubenssatz da rein. Das ist dann individuell natürlich ganz verschieden. Man kann nicht einfach nur das Gegenteil nehmen. Das klappt meistens nicht so gut. Da ist das Unterbewusstsein dann aktiv und sagt, nee, nee, das kann nicht sein. Also wenn ich nur sage, ich bin gesund oder ich bin gut genug, sowas funktioniert meistens nicht. Da muss man dann individuell schauen, was da als Ausgleich dient. Zum Beispiel, weil ich muss mich opfern, könnte man sagen, ich setze gesunde Grenzen oder so, ne? Aber das ist wirklich ganz individuell. Und dann gehe ich zur nächsten Schicht. Das ist dann der spirituelle Körper, habe ich ihn genannt.
schaue ich, ob es da Blasen gibt. Da zeigen sich dann, wenn es da Blasen gibt, zeigen sich dann die karmischen Belastungen, also die aus früheren Inkarnationen. Und wenn ich die Blasen auflöse, dann kommen meistens ganze Filme oder Bilder. Was war da früher? Wir haben ja alle unsere karmischen Belastungen, die wir mit uns tragen. Also Hütte im Wald, Kräuterfrau, die umgebracht wird oder auf dem Scheiterhaufen landet. Oder ich will das gar nicht ausführen, was es da alles so gibt. Die Menschen waren immer kreativ, wenn sie sich gegenseitig was Schlechtes angetan haben. Und das kann natürlich bis heute nachwirken, dass jemand, der oder die damals für ihre Fähigkeiten verfolgt oder umgebracht wurde, dann sich heute gar nicht wagt, zu diesen Fähigkeiten zu stehen. Oder ich hatte mal einen Mann, das war auch sehr eindrucksvoll, der hat erzählt, dass er schon immer gestottert hat, schon als Kind. Und er hat dann dieselben Bilder wie ich, hat er mir danach erzählt. Nämlich, dass er ein Redeverbot hatte und dieses Redeverbot übertreten hat und deswegen an Pranger gestellt wurde. Und wir konnten das auflösen und der hat aufgehört zu stottern, wirklich. Das war unfassbar. Das sind immer dann diese traumatischen Erfahrungen, die wir früher gemacht haben, die wir mitnehmen unter Umständen. Auch schwere Krankheiten oder Todesfälle in der Familie, ein Kind ertrunken oder solche Geschichten. Das wirkt natürlich dann einfach nach. Und dann geht man Und die dann kann man Schichten dann. wieder zurück in den Mentalkörper. Manchmal zeigt sich da noch ein Glaubenssatz, wie es ist gefährlich, zu meinen Fähigkeiten zu stehen oder sowas. Dann geht man zurück in den Emotionalkörper. Dann kann sein, da zeigt sich nochmal eine andere Angst, Angst, sich zu zeigen oder so. Und dann geht man nochmal in den Ätherkörper zurück, was eben mit dem physischen Körper zusammenhängt, weil es kann sein, dass sich dort dann auch noch was zeigt, wie Gewichte an den Beinen, wenn jemand früher ertränkt wurde, war ja auch eine beliebte Praxis, gerade bei Kräuterfrauen, also den sogenannten Hexen. Oder es zeigt sich noch eine Waffe oder solche Dinge, die man dann rausziehen kann und die Wunde versiegeln oder so. Also man ist nicht so, dass man jedes Mal den ganzen Prozess durchmacht, aber das ist so das Klassische, wenn man es bei mir in den Seminaren lernt, von innen nach außen oder von außen nach innen. Es kann natürlich auch sein, dass ein Heilungsraum rauskommt. Die HPM-Heilungsräume sind hochenergetische Felder quasi, die einem Thema gewidmet sind jeweils. Davon gibt es 21. Es könnte jetzt in dem Fall sein, dass auch noch der Raum der Ahnen dran ist, wenn es in der Ahnenreihe irgendwas vorgekommen ist, irgendjemand ausgestoßen wurde oder ein schlimmes Erlebnis war oder Krieg oft, ne, dann auch noch oder Verfolgung oder Heimatverlust oder diese Sachen, die sind dann oft in der Ahnenreihe noch zu finden. Oder man begegnet im Raum der Vergangenheit im inneren Kind. Oder es gibt ein Familientabu, wo es einen Raum des Tabus gibt, wo man dem dann begegnen kann und das auflösen. Also die individuelle Anwendung ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Aber so grob ist es vielleicht vorstellbar. Aber ich habe nur noch ganz, ganz selten Präsenztermine, sondern meistens mache ich Fernbehandlung. Das ist dann auch so was, wo manche Leute fragen, wie Fernbehandlung, wie soll das denn gehen? Ich sitze 100 Kilometer weg. Das ist auch so die klassische Frage. Aber das spielt auf dieser Ebene einfach gar Jetzt keine Rolle. stell mal einfach vor, Ob dass die jetzt Person jetzt jemand. vor mir steht mit all ihren feinstofflichen Körpern natürlich und dann tastet sich die ab. Also das ist gar kein Problem. Da gewöhnt man sich dran, das ist manchmal am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das mal gemacht hat und erfahren hat, dass man das genauso gut spüren kann, dann ist es, lösen sich die Bedenken auf. Ich habe da auch in meinem Buch, habe im Selbstheilung, da habe ich eine Anekdote drin von einer Anwenderin von HPM. Die hatte mich angerufen, die sitzt in Siegen, also da verrate ich jetzt kein Geheimnis. Die wollte auch ihren Klarnamen bei der Anekdote dabei haben. Also insofern steht es auch im Buch, wie sie heißt, die Gabi. Die hatte mich angerufen, dass sie mit den Nieren irgendein Problem hat, irgendwie so diffuse Schmerzen in der Nierengegend und hat mich gebeten, mal danach zu schauen. Hab ich dann auch gemacht und habe angefangen, abzutasten und bin richtig zurückgeschreckt. Also ich hatte das Gefühl, ich habe meine Hand verbrannt. Die Handfläche war auch ganz rot.
dann bin ich panisch geworden und habe gedacht, die muss ja wahnsinnige Schmerzen haben. Ich habe gedacht, wenn es so heiß ist, dann muss es eine massive Entzündung da sein. Also habe ich sie ganz panisch angerufen. Ich gesagt, Kavi, du musst in die Klinik, das geht so nicht. Und die fing an zu lachen. Da habe ich gedacht, die ist verrückt geworden. Sie hat mir dann erklärt, dass sie sich ein Kirschkernkissen gemacht, heiß gemacht hatte im Ofen und da drauf lag, weil sie dachte, wenn ich sowieso jetzt eine halbe Stunde auf meinem Sofa liege, dann kann ich mir auch ein Kirschkernkissen in den Rücken legen. Und ich habe das Kirschkernkissen abgetastet statt ihres Körpers. Deswegen war das so heiß. Ne? Wir haben so gelacht. Das ist inzwischen so ein Running Gag in meinem Seminar, dieses Kirschkernkissen. So für alle, die zweifeln, dass man sowas auf die Ferne spüren kann, erzähle ich immer diese Einerseits Anekdote. ist es, kann man sagen, ist Also es meine Energiearbeit, Energiearbeit, ne? Also die vom Herzen und vom höheren Bewusstsein auskommt. Und es ist aber auch meine psychologische Vorbildung mit eingeflossen, ne? weil ich Ich finde, einfach man versteht die Dinge besser, man kann sie besser heilen lassen, wenn man die Zusammenhänge hat. Und nicht nur die also Energien ablöst. erstens Erhalten Sie von mir halt eine Empfehlung für diese Affirmation oder auch bestimmte Übungen, zum Beispiel Atemübungen, ins Herz zu atmen, zum Beispiel. Oder es gibt von mir ja auch CDs oder Meditationen zum Runterladen von meiner Website, dass Sie da bestimmte Meditationen mal eine Zeit lang machen. Oder ausgehend von dem, was wir eben erfahren haben, dass sie zum Beispiel noch einen Brief schreiben an den Großvater oder dass sie sich in Vergebung üben, wenn da irgendwas Karmisches war, zum Beispiel, oder irgendwas in der Ahnenreihe oder das innere Kind unter irgendwas leidet oder ein Eid geleistet hat dem Heerführer. Und diese Versprechen sind ja dann oft so auf ewig gemacht worden, ne? Gerade die in den Klöstern auch. Dass man dann zum Beispiel wirklich aktiv eine Kündigung schreibt, also richtig aufschreibt und mit Datum und Unterschrift, ne, weil das Recht haben wir. Und deswegen schriftlich, damit es halt ganz bewusst eine Wirkung auch in der äußeren Welt hat. Also ganz solche bewusst Dinge. Dinge. Also jeder kriegt Ja, und das ist jede ganz kriegt so ein wunderschön. kleines Paket quasi mit nach Hause. Und wir sprechen natürlich ausführlich über die Dinge, die ich gefunden habe. Und welche Schlüsse jemand daraus ziehen kann oder was jemand damit machen kann oder sich ein Foto zu der Affirmation suchen oder solche Geschichten, die so außenrum sind. Also bei der Fernbehandlung läuft es so, dass wir am Anfang kurz telefonieren, damit ich weiß, dass die Person wirklich zu Hause ist und Ruhe hat für eine Stunde oder so. Und dann rufe ich am Schluss der Fernbehandlung wieder an und dann besprechen wir das alles. Also die beiden Dinge so auf der persönlichen Ebene, die Verantwortung zu übernehmen und sich mit dem Herzen zu verbinden. Aber mein Anliegen geht ja auch darüber hinaus, denn ich denke, je mehr Menschen sich mit ihrem Herzen verbinden und die Herzenergie nach außen tragen, desto mehr verbreitet die sich ja auch auf der Erde. Und das ist ja dringend notwendig, würde ich sagen, dass die Herzenergie sich auf der Erde verbreitet. Dass das Kollektiv sich entscheidet fürs Herz, ne? Alle Zellen wählen Herz statt Macht, ist mein Motto für mein Buch Habe im Selbstheilung. Also das ist die Ausbildung Herz Und plus Matrix richtet sich erstmal an jeden und jede, weil ich der Meinung bin, dass ein Gefühl für diese Energien, das muss man einfach ein bisschen lernen, wenn man das macht, wenn man das fühlt. Aber ich bin der Meinung, dass jeder ein Gefühl für diese auch Energien vor. hat. Also jeder Mensch Aber hat die ein. ersten drei Seminare, die decken sozusagen die Grundlagen ab. Also dieses Abtasten der verschiedenen Körper und diese Blockaden aufzulösen und so alles, was ich vorhin erzählt habe, wird über diese drei Seminare abgedeckt. Wer dann weitergehen will, dann gibt es HBM Intensiv, wo man dieses Hexagramm, was hier im Hintergrund hängt, bespricht und damit arbeitet. Das machen dann meistens nur die Leute, die selbst sowieso schon in der Praxis mit Menschen arbeiten. Also Also es mit ist so HBM, da von. kann man die Ursache auflösen und dann sind einfach die Heilerfolge besser. Oder Physiotherapeuten, die dann sagen, ein Kind mit einer Wirbelsäulenverkrümmung, natürlich kann sie da vieles machen mit ihrer Physiotherapie,
Aber erst als sie dann das dahinter steckende Trauma aufgelöst hatte, hat sich wirklich ganz was getan und hat sich das Kind aufgerichtet. Also diese Kombinationen sind auch sehr, sehr wirkungsvoll, weil das einfach, man kommt dann einfach in die Tiefe und kann in der Tiefe was auflösen und das, dann geht alles andere leichter. Genau, du bekommst eine Teilnahmebescheinigung. Egal, also bei jedem Seminar, es gibt zu jedem Seminar ein ausführliches Skript mit so 15, 16 Seiten, wo man alles nochmal nachlesen kann. Ja, also ich lade dich herzlich ein, wenn du irgendeine Herausforderung hast, vor der du stehst, sei es körperlich, sei es emotional, sei es, dass du merkst, dass du mental blockiert bist oder dass du irgendwo eine Belastung spürst, die du nicht einordnen kannst. Lade ich dich herzlich ein, HPM mal kennenzulernen. Und ich lade dich vor allem ein, immer auf dein Herz zu hören. Dein Herz sagt dir die Wahrheit, nicht dein Verstand, sondern dein Herz sagt dir, was gut ist, was wahr ist. Deine Resonanz von Herzen her sagt dir, was das Richtige für dich ist. Und vertraue darauf und gehe diesen Weg und bleib nicht stehen, weil du hast noch vieles vor dir und die Herausforderungen, die du jetzt gerade hast, die liegen auf deinem Weg, weil du sie bewältigen kannst. Und die liegen auf deinem Weg, um dich zu bewegen, damit du dich auf einen spirituellen Weg machst, damit du dich auf einen Weg von Verständnis machst und Mitgefühl für dich selbst. Deswegen hör auf dein Herz und du wirst spüren, was das Richtige für dich ist. Ja, ich kriege halt da oft diese Rückmeldung, ja, aber ich kann sowas nicht. Also du kannst es vielleicht oder der kann das vielleicht, aber ich kann das nicht. Und da muss ich einfach sagen, du kannst es. Du kannst ganz sicher. Hat bei mir noch jeder gelernt, sonst haben schon viele Leute gelernt. Du kannst es. Und diese Investition, die lohnt sich, weil du kannst für dich selber, für deine Familie, für deine Haustiere, für die Natur draußen so vieles erreichen. Und du kannst es, kann einfach jeder Mensch, es ist eine natürliche Fähigkeit des Menschen, das geistige Heilen und das Heilen mit Herz. Das ist eine ganz natürliche Geschichte und das kann jeder lernen.